Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute geht es um gleich zweimal Besuch, den ich nächste Woche bekomme. Hier steht, liegt was Ausgedrucktes, das gerade die digitale Fotografie total verändert. Es gibt von Peak Design was Neues, die Canon R1 kommt und diverse andere weitere News. Bleibt bis zum Ende dabei. Ich fange mal oben an. Sony, haptisches, sage ich jedes Mal, ne? Da gab es ja letztes Mal ein paar Kommentare, aber natürlich fange ich hier oben an, sonst wird es ja unten stehen. Also, versuche ich mal, mir zu merken, nicht mehr zu sagen. Ich fange mit Sony an. Haptisches Feedback beim Auslösen. Sony hat ein Patent angemeldet, das heißt nicht, dass es ein Produkt gibt, aber Patent angemeldet. Haptisches Feedback beim Auslösen, das könnte zum Beispiel ein Thema sein, weil die neuesten Sonys sind ja lautlos, also man kann lautlos fotografieren. Und das ist tatsächlich ein Problem, es fehlt das Feedback, das Klacken fehlt. Das fehlt, wenn du Leute fotografierst, es fehlt den Models, weil die es gewohnt sind, ne? Ein richtiges Model ist gewohnt und nach jedem Foto sich ein bisschen zu bewegen. Kein Klick, keine Bewegung. Aber auch die als Fotograf. Habe ich nicht. Hat er nicht Foto gemacht. Das könnte tatsächlich helfen. Oder ja, sind wir gespannt, was Sony sich überlegt, was man da vielleicht noch hinlegen könnte. Haptisches Feedback am Auslöserknopf. Wenn du dich für Herbstfotografie und für Pilze fotografieren interessierst, schau beim Chris Kauler vorbei. Der hat ein cooles Video gemacht. Er ist ein super netter Typ, aber auch nicht so super emotional, ne? Aber in dem Video war er richtig emotional. Also hat er fast geweint vor Glück im Grunde. Er hat Pilze fotografiert, ganz was Besonderes. Also unbedingt vorbeischauen und motiviert rausgehen und die halt auch Pilze suchen eventuell. Auch ein bisschen spannender als nur hinsetzen und Pilz fotografieren, ein bisschen Licht und so. Also cooles Bild, beziehungsweise Bilder und tatsächlich etwas, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Die Panasonic S5II. Da habe ich ja gerade den Testbericht zu gemacht. Die ist jetzt noch besser geworden. Und zwar hat die Möglichkeit, mehrere Fotos zu einem zusammen zu rechnen. Aber bislang musste man das auf dem Stativ machen. Mit der neuen Firmware, die jetzt die Tage rauskommen soll, geht das dann auch frei handgehalten und zwar 8 Sekunden lang. Also du hast 8 Sekunden Zeit, mehrere Fotos machen und die nachher zusammenrechnen. Ich habe es nicht ausprobiert, die Software gibt es ja noch nicht. Ich habe die Kamera auch nicht hier. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich mache Fotos und dann bewegt sich irgendwas in dem Foto. Also Laub, Äste bewegen sich im Wind, ein Mensch bewegt sich, was auch immer, Haare flattern. Wie gut das nachher wirklich ist, keine Ahnung. Aber prinzipiell natürlich eine gute Sache, dass es direkt so, ne, also ohne Stativ geht halt, weil das natürlich immer so ein bisschen hinderlich ist. Peak Design, die machen ja Kamerazubehör in sehr hochwertig. Neu rausgebracht haben sie, habe ich nicht hier. Da haben sie Cubes. Es gibt schon Cubes von denen, die bringen jetzt Version 2 raus. Kann man auf Kickstarter kaufen. Das ist prinzipiell Cubes, gibt es in verschiedenen Größen und so. Ich habe hier welche von Wonder, die habe ich für Fotohama mal, gab es die mal. Die sind ganz, sieht man das ein bisschen, ganz praktisch. Das ist das Inlet im Grunde, was man im Fotorucksack packen kann. Und wenn man die so kauft, kann man die natürlich auch in Duffelbag packen oder einen Koffer packen oder sowas. Mit den Kleckdinger, die man halt verstellen kann. Gibt es in so groß. Das ist von F-Stop, super praktisch und klein. Da passt eine kleine Kamera rein oder ein Objektiv oder so. Auch so ein bisschen hart von außen, nicht schwer, sodass es halt gut geschützt ist im Koffer. Ne, so das 37. Objektiv, das nicht mehr in den Fotorucksack packt, kann man da rein tun. Oder die pragmatische Lösung ist natürlich, viele von euch haben es inzwischen auch wahrscheinlich, so ein Einschlagtuch, das sind so Kletttücher. Da kann man eine Kamera reintun oder Objektiv. Auch das benutze ich sehr, sehr gerne. Das gibt's bei Fotohama gratis dazu, wenn du eine Kamera kaufst. Ich weiß nicht mehr, wie viel Euro, ich glaube ab 500 Euro oder so. Über den Club bzw. über Rabattcodes von mir. Das ist ein gemeinsames Projekt, steht Zielfoto drauf, super praktisch. So, wenn das alles nichts für dich ist, schau bei Peak Design vorbei. Die haben also den Cube Version 2. Ich verlinke das. Canon, die EOS M, die ist ja schon ein bisschen älter. Da ist auch schon länger nichts mehr gekommen. Die ist jetzt auch offiziell eingestellt. Also ich habe, so wie ich das verstanden habe, hat Canon offiziell nichts dazu gesagt. Aber sie haben das als discontinued, also markiert. Und man kann sie auch nicht mehr neu erwerben. In den Canon Stores sind die überall verschwunden. Also es gibt sicherlich noch Restbestände bei Händlern. Aber die werden augenscheinlich nicht mehr hergestellt. Und es kam ja auch schon wirklich lange nichts Neues mehr dafür, oder? Ich glaube, Sigma hat noch so ein paar Objektive hinterher geschickt, so ein bisschen lustlos. Das heißt nicht, dass die Kameras nicht gut sind. Ich weiß, viele von euch haben die. Björn zum Beispiel, der Björn schreibt nämlich sofort, wie happy er damit ist. Und da kann man sicherlich auch gut mit fotografieren. Aber Canon hat das also eingestellt. Die sind ja voll auf den R-Mount gestiegen inzwischen. Speaking of R-Mount, die Canon R1, die neue Top-Kamera von Canon, ist schon lange als Gerücht da. Gerüchteweise gibt es inzwischen auch welche davon. So die ersten Profi-Fotografen sind damit unterwegs, testweise mit Testgeräten.
Und die wird also irgendwann kommen. Nächstes Jahr ist Olympia. Das ist immer so ein, natürlich keine Garantie, aber es ist immer so ein Zeitpunkt natürlich, wo die Kamerahersteller ihre neuesten, besten Kameras zeigen wollen. Die Z9 ist auch schon ein bisschen älter, also es ist ja eigentlich zu vermuten, dass ein Z9 II und halt eben die R1, dass die im nächsten halben Jahr kommen, damit die zu Olympia nächstes Jahr dann auch im Einsatz sind. Wahrscheinlich nicht bei dir und mir, aber bei den Profifotografen halt, die da entsprechend dann sich die teuren Kameras auch leisten können. Sind wir gespannt, was die können kann, weil die Canons, die es jetzt schon gibt, also eine R3 ist eine sehr gute Kamera, zu wenig Pixel wahrscheinlich für den einen oder anderen. Vielleicht ist es dann eine R3 mit mehr Pixeln. Wir werden sehen. Irgendwas Neues wird Canon da sicherlich machen. Epische Unterwasserfotos habe ich mir aufgeschrieben. Das ist echt geil. Also unbedingt mal durchblättern durch die Fotos. Also sind das krasse Bilder. Also krasse Bilder. Also ich mag das ja wirklich durch Fotowettbewerbe durchzugucken. Die Gewinnerfotos sind halt immer so ein bisschen, oh, würde ich auch gerne können. Und das war diesmal wirklich wieder so, also wirklich, wirklich krass. Nicht ganz so krass, Unschärfe per Software, das gibt's im Handy, das kennst du, ne? Im iPhone machst du ein Foto von der Person im Porträtmodus und dann ist halt der Hintergrund so ein bisschen unscharf gerechnet, als wenn das offenblendig wäre. Also ich bin jetzt hier auf Blende 2.2, der Hintergrund ist ganz leicht unscharf und das könnte ich einem Objektiv, das ist ein 1.4er Objektiv, das hätte auch auf 1.4 sein sollen, habe ich vergessen. Warum eigentlich? Mach ich doch noch ganz schnell. Super. Nur so zum Angeben, nur weil ich es kann, weil ich das Objektiv zu wenig benutze. Also heute ist irgendwas anders als sonst. Ich filme nicht mit 24 mm, sondern mit 50 mm. Die Kamera ist so weit weg, dass ich sie kaum noch sehe. Keine Brille dabei. Und jetzt auf Blende 1.4, was trotzdem nicht super unscharf ist, weil ich relativ weit weg bin. Das ist immer das Problem. Könnte ich jetzt unscharf rechnen lassen, wenn es ein Foto wäre. Künftig dann auch in Videos. Das gibt's also auf dem Handy. Das gibt's künftig auch in Lightroom, beziehungsweise jetzt schon. Wenn du ein Abo hast, dann hast du das dabei mit dem letzten Update. Ich habe es ausprobiert, ich zeige das nebenbei. Oh ja, das muss man nicht machen. Das ist also längst noch nicht so, wie das sein soll. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Auf dem Handy, da schaut man sich das halt nur in klein an. Wenn das nicht super perfekt ist, dann ist das meistens egal. Manchmal sieht man das, typischer Fall wäre ein Fahrrad. Du hast die Speichen drinne und dann nimmt da nicht jede Speiche mit. Dann ist ein Teil des Fahrrads, also ein Teil des, was hinter dem Fahrrad ist, Teil ist unscharf, ein Teil nicht oder so. Das ist inzwischen aber auch ziemlich gut geworden. Und das ist jetzt noch so, das Haare und so, das ist total doof, also unbrauchbar. Weil das Problem ist, man schaut sich in groß an. Und schon benutze ich es nicht. Aber es wird sicherlich besser werden, künftig, in künftigen Versionen. Krass gut geworden ist, das ist die neueste Version Firefly. Firefly ist die künstliche Intelligenz zur Bildergenerierung von Adobe. Das ist in Photoshop automatisch mit drin. Wenn du ein Adobe-Abo hast, kannst du das aber auch gratis im Web nutzen. Firefly drüben bei Adobe. So, Story, hier liegt's. Speaking of Story, was ich mache ist, meine Tochter ist 5 Jahre alt und mache ich schon lange, dass ich ihr Piratengeschichten erzähle. Also es gibt eine laufende Geschichte, die halt immer neue Geschichten sind. Ne? Also da hat sie ein Piratenschiff und mit ihren Freunden fährt sie dann immer los mit dem Zwerg, der Kapitän, der Steuermann ist, sie ist der Kapitän. Und dann suchen sie immer Schätze und so weiter und so fort. Also, naja, also jedenfalls manchmal schreibe ich die auch auf und ich habe mir immer gewünscht, dass ich da Bilder dazu zeichne. Ich kann halt nicht richtig zeichnen, dass ich Bilder dazu zeichnen kann. Das wäre doch total cool, weil sie kann ja selbst noch nicht lesen und das wertet die Bilder, die Bücher natürlich auf, wenn auch ein paar, muss gar nicht viel sein, aber so ein paar Bilder drin sind. Ne? Und das geht, Firefly, total krass. Also man sieht es ja hier, ich habe da Bilder reingemacht und ich zeige die nebenbei vielleicht. Ja, ist ja wurscht. Ja, ich zeige die Bilder nebenbei. Das ist total krass, oder? Weil ich kann da halt einfach normale Sprache machen. Und das ist ja genau das, was ich machen würde, was ich also einem menschlichen Zeichner auch geben würde. Also zum Beispiel, Mädchen in einer dunklen Höhle klettert ein Seil hoch und es gibt Stalagmiten. Bzipp. Das fällt einem nichts so ein, oder? Oder was habe ich hier noch? Pirat steht am Ruder von Segelschiff. Ja, ne? Bärtiger Typ und so weiter. Voll krass. Also sie kennt das noch nicht, das lese ich heute Abend vor. Story geschrieben, ne? Schatzsuche auf Ibiza. wird der Hit. Das wertet, das macht mir total Spaß, weil das Schreiben macht mir sowieso Spaß natürlich. Und ich habe halt Bilder im Kopf und hin und wieder sage ich mal, jetzt will ich dieses Bild auch sehen und dann sehe ich es. Ich selbst habe mehr Spaß beim Schreiben und sie hat wahrscheinlich mehr Spaß beim Lesen. Wie krass ist das denn? Und das ist alles noch Beta und so weiter, aber da sind dann 4 Bilder, davon sind 3 Grütze, aber 1 ist gut und 1 reicht ja. Und zwar schneller, als ich das in Zeichner erklären könnte, was ich eigentlich will. Also selbst wenn hier einer sitzen würde, der schnell zeichnen kann, ich würde sagen halt eben, mal mir mal Pirat am Ruder von einem Segelschiff, dann dauert das ja, bis er das gemalt hat. Während ich hier, 10 Sekunden später habe ich das Bild. Völlig krass. Und das sind Bilder, die könnte ich ja als Foto machen natürlich, theoretisch, aber super riesenaufwendig.
Also wenn man mal durch den Adobe-Kanal durchguckt, die haben ja gerade eine große Messe gehabt und also einen großen Event gehabt. Und da ist dann zum Beispiel eine Frau gewesen, die macht professionell Kinoplakate und sie sagt, die nutzt das. Tatsächlich Adobe Stock und teilweise das Firefly und so weiter, das verschmelzt gerade alles so ein bisschen tatsächlich im professionellen Einsatz auch. Ne, weil gerade so ein Kinocover ist dann da schnell auch mit Fantasieelementen drin und so und super aufwendig dann da halt eben ein Shooting zu machen. Ne? Also total crazy, was da geht, was da im letzten halben Jahr gegangen ist. Ne, Anfang des Jahres haben wir angefangen damit, dass es plötzlich so aufkam, Bilder generieren, dass es einigermaßen gut war und stetig besser. Also in 2 Jahren mache ich immer noch Fotografie, aber immer öfter halt tatsächlich auch, also wenn ich jetzt Werbefotograf wäre, würde ich wahrscheinlich immer öfter sowas machen. Wenn ich eine Marketingagentur wäre, würde ich öfter sowas machen. Werde ich wahrscheinlich öfter Cover für meine Videos so generieren. Und meine Tochter profitiert von Stories oder schreibt sich selbst Stories, Comics. Ne? Schneller kann man einen Comic nicht erstellen. Also ich bin total von den Sorgen, wie gut das funktioniert, weil ich damit heute Morgen angefangen habe und so ein bisschen gedacht habe, ja, ich schreibe so hin und geht sowieso nicht. Und es geht. Immer wieder geht's. Nicht alles, aber verdammt viel. Hast du noch eine alte Nikon-Kamera, die du digitalisieren möchtest oder sowas? Das gibt es auf Kickstarter. Ganz viele von euch haben mich angeschrieben. Anscheinend interessiert das einige von euch. Und zwar I Am Back Film. Also es ist eine Filmrolle im Grunde, wo ein digitaler Sensor dran ist. Man kann das einlegen wie ein Film und hat aber einen digitalen Sensor drin und kriegt dann halt eben die Bilder da drauf. Ich habe keine alten Kameras, die ich so umbauen möchte, aber wenn das für dich ein Thema ist, schauen wir drüben bei Kickstarter vorbei. Also faszinierend, dass sowas geht, ne? Und dass ihr finanzielles Ziel, irgendwie in ein paar Minuten haben sie das übertroffen. Also das ist aktuell ziemlich in. Canon hat das neue 1020 rausgebracht. Der Felix Röser hat das wahrscheinlich schon. Das sollte heute bei ihm eintreffen. Ich treffe mich wahrscheinlich nächste Woche mit ihm. Das Wetter wird ein bisschen doof, aber vielleicht schaffen wir es, dass wir uns treffen und ein kleines Video dazu machen, weil mich interessiert das brennend und für ihn ist es natürlich, also ganz klar, eine super interessante Sache. Wenn dir das noch nicht weit genug ist, 10 mm, es gibt von 7 Artisans, eine kleine chinesische Firma, ich weiß nicht, ob sie klein sind, gibt es ein relativ kleines, Lichtstärke 5-6. 10-20 ist ein Zoom und es ist lichtstärker und es ist hochwertiger und so weiter. Aber ist halt auch teurer natürlich als das von 7 Artisans. 9 mm Blende 5-6. Also pfft. Und kein Fischauge, sondern einfach einfach mal alles zeigen. Ne? Also wenn dich das interessiert, das gibt es für Sony, Nikon, Canon und Panasonic L. Kann man halt interessante Sachen mitmachen, ist mehr was Ungewöhnliches, aber ja, für den einen oder anderen. Dann, ich verlinke das drüben beim Spiegel, bin ich drüber gestolpert. Ich dachte, den einen oder anderen interessiert das vielleicht, weil es ja tatsächlich ein Praxisthema ist. Darf man an der Ostsee pinkeln? Stehst du irgendwo an der Promenade, darfst pinkeln? Nein, auf der Promenade natürlich nicht. Aber wenn du nachts am Strand bist, zum Sonnenaufgang fotografieren, musst pinkeln, dann stellst du dich an den Wasserrand und pinkelst dahin, oder? Also als Mann macht man das so. Das darf man tatsächlich auch. Es gibt ein Gerichtsurteil, dass man das darf. Weil irgendwelche Ordnungshüter haben das gesehen, dass da einer steht. Der hat sich umgedreht extra. Es war dunkel. Ja, also waren irgendwie ein paar Leute, haben gefeiert. Er geht ans Wasser, pinkelt. Und dann haben die Ordnungshüter ihm also eine Anzeige gemacht. Und er hat geklagt gegen die Anzeige. Und hat Recht bekommen. Weil tatsächlich ist es erlaubt, dass man im Dunkeln, wenn man sich wegdreht und so weiter, und da halt eben sich nicht mutwillig entblößt, darf man also in die Ostsee pinkeln. Ich denke, das funktioniert auch für andere Landschaftsgeschichten, weil das ja tatsächlich ein Thema ist. Also wenn ich da die halbe Nacht unterwegs bin und Kaffee trinke, irgendwann muss das auch wieder raus. So ein bisschen am Rande. So, zum Schmunzeln. Dann haben wir noch Stories der Woche. Fotoshooting mit einem Weltmeister. Muss ich meine Maus hier in den Griff kriegen? So, und zwar mit der Nikon 24mm an dem D850, also noch Nikon alt aufgenommen, aber es ist auch kein Action-Shot von dem Lothar Drechsel. Und zwar haben sie das Fahrrad auf einen Ständer gestellt und dann haben sie da halt rumgeshootet mit Blitz und so weiter. Cooler Look, auch dieser Weitwinkel-Look, das mag ich total. Cooler wäre das natürlich, die hätten das so gemacht, der fährt wirklich und er liegt im Auto hinten, so macht man das normalerweise, einer fährt Auto, einer liegt hinten drinnen und oder hält es aus dem Fenster, wie auch immer, und fotografiert dann im Fahren, weil man sieht natürlich, dass es nicht in Bewegung ist, sieht komisch aus, weil das Vorderrad ist bewegungsunscharf, wahrscheinlich hat er es im Photoshop gemacht dann, weiß ich nicht, und der Rest vom Fahrrad halt nicht und der Hintergrund auch nicht, deswegen sieht es unrealistisch aus. Es ist ein cooler Look, weil er auch die Zähne zeigt und er beißt und so, alles gut. Ich mag diese Art Fotografie sehr
Und ich kann es mir vorstellen, wie es abgelaufen ist und so. Und man hat sicherlich Spaß gemacht, das glaube ich auch alles. Das fehlt halt so ein bisschen, nur die Actionbewegung. Das ist ein bisschen schade. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist. Dass es ohne noch einen dritten Mann auch nicht machbar ist. Wie soll er das machen? Der Praxistipp ist auf dem Fahrrad fahren. So mache ich das tatsächlich mit meiner Tochter hin und wieder. Sie fährt auf dem Fahrrad, ich fahre auf dem Fahrrad. Und mit den modernen Kameras, mit der D850 halt nicht, aber mit den modernen Kameras, mit Klappschwenkdisplay und so weiter, dann kann ich fahren und halte die Kamera einfach hin und kann dann halt eben fotografieren. Und dann mache ich halt 1000 Fotos und da ist das eine dabei. Also das wäre schneller und einfacher gewesen und sähe echter aus. Aber sie haben halt jetzt hier geblitzt und das geht dann natürlich nicht. Wie soll das gehen? Da könnte man höchstens irgendwo die Blitze hinstellen und immer dran vorbeifahren, immer wieder, nochmal. Dann braucht man aber ein paar Versuche. Aber das wäre so, ne, Königsdisziplin, so die letzten 3% nochmal. Ja, aber natürlich ein cooles Bild. Ich mag diese Art Bilder total. Also Gratulation dazu. Lothar. Und dann haben wir noch Morgenstimmung im Wald vom Alexander König. Der Alexander war morgens im Wald unterwegs, hat ein Tele dabei gehabt, hat gesehen, dass sein Auto durch den Wald fuhr, so wie wir es jetzt andauernd haben natürlich, wenn es mal nicht regnet. Bei uns ist irgendwie Dauerregen. Nebelstimmung. Also jetzt wird's kalt, Nebel kommt, es hat viel geregnet, also irgendwann kommt Nebel wieder. Dann macht das natürlich total Spaß. Mit dem Fahrrad oder halt zu Fuß da durchgehen, deine Frau mit dem Hund da längs laufen lassen, deine Kinder da längs fahren lassen mit dem Fahrrad oder was auch immer. Ausschau halten nach Rehen, nach Treckers oder was auch immer, also jedenfalls morgens rausgehen und das Tele mitnehmen. Tele wollte ich neulich machen mit einem Kumpel von mir, als wir die Panasonic hier hatten und dann war tatsächlich Nebelstimmung, alles war gut und kleine Panne, hatte ich glaube ich schon erzählt, ne, auf Instagram, die haben es mitverfolgt. Ich hatte das Tele dabei, 70-200 von Panasonic und das habe ich das erste Mal im Einsatz gehabt und es hat nicht funktioniert, kein Autofokus. Und dann fummelt man natürlich erstmal, denkt alles komisch, Kamera zurückgesetzt, Objektiv an, raus und so weiter, Akku raus. Der Trick war, bei dem Objektiv kann man vorne, am vorderen Ende kann man ziehen, da kann man das blockieren, dass er manuellen Fokus hat, beziehungsweise, dass er Autofokus hat. Das haben manche Objektive, das hat auch das Sony Makro 90mm, das glaube ich auch. Habe ich nur nicht dran gedacht, weil man sucht dann nach Knöpfen und so, und man kommt halt nicht drauf, wie das so ist, ein neues Objektiv. Am Vortag gekriegt, morgens im Morgengrauen los, noch nicht richtig wach. Und als wir das also irgendwie halbwegs im Griff hatten, dass wir gesagt haben, dann fokussieren wir halt manuell, da war die Nebelstimmung halt schon wieder weg. Weil nur ganz kurz da war. Naja. Aber Herbst ist da, neue Chance. Markus, wir machen nochmal ein Date zum Fahrradfotografieren. Also tolles Bild. Gefällt mir total gut. Dann haben wir Chris Kauler kommt nächste Woche. Der Band 3 soll, Daumen drücken, soll Montag kommen im Laufe des Tages mit der Spedition. Und am Dienstag wird der Chris dann den ganzen Tag hier stehen und einpacken für mich, für euch, die vorbestellt haben und Signatur haben wollten und zu den ersten 300-400 gehören. Die kriegen eine Signatur. Bitte jetzt nicht mehr bestellen und schreiben eine Signatur. Das wird nicht gehen, weil das sind mehr, als der Chris signieren kann. Ne? Sehenscheidenentzündung und so weiter. Aber er ist den ganzen Dienstag und halben Mittwoch da. Best Effort. Wir tun, was wir können. Es ist, glaube ich, sehr gut geworden. Der erste Probedruck, den ich hatte, sah sehr gut aus. Und freue mich drauf, das Motorrad in den Händen zu halten. Außerdem kriege ich nächste Woche Mittwoch nochmal Besuch. Darüber rede ich dann Ende der Woche mehr. Erstmal gucken, ob das wirklich alles klappt und so weiter. Ein ganz wichtiger Besuch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Freue mich drauf. Da kommen einer dieser Besuche, der hoffentlich sehr positive Effekte hat. Zumindest mal für mich und für euch hoffentlich natürlich auch. Gibt dann spannenden Content, mal ein bisschen anders als sonst. Aber mit Fotografie natürlich. So, das war also das. Und dann noch ganz was anderes. Ich habe die Tage die neue Biografie von dem Elon, oder über den Elon Musk, also Tesla, Mr. Tesla gelesen. Und sehr geschmunzelt so ein bisschen, weil er ist ja ein Asperger, ich bin auch ein Asperger. Und ich habe mich halt oft wiedererkannt in seinem Verhalten. Das ist ganz interessant, weil in dem Buch, wenn man das Buch liest, als, ich sag mal, als normaler Mensch, denkt man halt, boah, ist das ein... Aber ich denke, sehr häufig verstehe ich, ich würde mich vielleicht nicht so verhalten, aber ich finde sein Verhalten nicht richtig, aber kann es nachvollziehen. Und ich würde es teilweise natürlich nicht so machen, aber das ist ein angelerntes Verhalten. Ohne jetzt zu sehr auf Asperger einzugehen, aber ganz viele soziale Konventionen, die man halt so macht, wie man sich verhält in der Gesellschaft und so weiter, sind ja angelernt. Da gibt es keinen rationalen Grund für, sondern viele davon sind unlogisch, machen keinen Sinn. Und ich mache sie dann, weil ich gelernt habe, das muss man so machen, sonst wird man komisch behandelt. Okay, dann passe ich mich halt an. Habe ich aber nicht immer Lust zu und mache ich auch nicht immer. Deswegen falle ich so ein bisschen auf. Aber ich kann damit ganz gut umgehen.
Und ich glaube, es kommt halt rüber, dass er eine sehr schwierige Kindheit hatte. Das hat natürlich einen Einfluss. Er ist sehr früh sehr erfolgreich gewesen, sehr früh Millionär geworden. Und er hat wahrscheinlich nie gelernt, damit so richtig umzugehen und sich anzupassen, weil er sich nie richtig anpassen musste. Während ich halt ein normales Leben habe und mich ein bisschen anpassen muss, um halt nicht zu sehr aufzufallen. Aber sehr, sehr geschmunzelt. Also wenn du Asperger bist oder den Asperger in der Familie hast oder jemanden kennst, der Asperger ist, wenn du Informatiker bist, dann ist die halbe Truppe wahrscheinlich Asperger. So immer so meine Meinung. Gibt's ganz viele im Informatikbereich, die Asperger sind. Weil es einfach uns Typ so ein bisschen dahin zieht, dass wir alleine den ganzen Tag am Rechner sitzen und nichts mit anderen Menschen zu tun haben wollen. Deswegen sind da überproportional viele, glaube ich. Also sehr zum Schmunzeln. Rein dieser Asperger-Aspekt. Und natürlich das Buch ansonsten auch absolut lesenswert, weil der Autor halt sehr, sehr gut ist. Und man mag von dem Elon halten, was man will, aber er bewegt halt was. Und das ist schon interessant auch da so ein bisschen, weil es hat einen sehr, sehr guten Blick hinter die Kulissen. Man hat das Gefühl, der Autor ist jahrelang rund um die Uhr dabei gewesen, was dann natürlich nicht ganz war, aber er war schon sehr, sehr viel dabei. Und er plaudert sehr aus dem Nähkästchen. Also wirklich faszinierend. Faszinierend. Also sehr lesenswert. So, das war das. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche, vielleicht auf Instagram mir verfolgen. Dann kriegst du ein bisschen mit, wie wir hier einpacken. Das wird uns ein bisschen beschäftigen, die Tage. Also, bleib gesund. Tschüss. Achso, und speaking of Elon, ich habe mir einen Tesla bestellt, den Tesla Model Y. Ich warte noch auf die Freigabe von dem Leasing und so weiter und so fort. Das eilt auch gar nicht, mein Audi, das Leasing läuft erst im Dezember aus, also das hat ein paar Wochen Zeit noch, aber halt, dass es jetzt fließender Übergang ist, also demnächst steht dann hier halt der Tesla vor der Tür. Kann man auch für ihn wiederhalten, aber kostet halt sehr viel weniger als der Audi und ist für meinen Einsatzzweck tatsächlich das bessere Auto, weil größer und in der Praxisreisetauglichkeit tatsächlich besser und vor allem größer. Der Audi als Familienauto ist schon ein großes Auto, aber ist vor allem außen ein großes Auto. Der Kofferraum ist nicht so groß, wie ich das gerne hätte. Und der Tesla ist kleiner und hat einen größeren Kofferraum. Macht dann für mich mehr Sinn. Und kostet halt einfach viel weniger.